Da drin sieht's aus, als gäb's was zu holen. Ich meine, ich sehe die Truhen da hinten. Oder nee, das sind doch Dingsy-Blöcke, wo irgendwas verschieben können. Wie heißen die nochmal? Ich komme nicht auf den Namen. Ich will da rein. Zwei Platten ihr hin. Ulun? Zwei Platten ihr hin. Zwei Platten, ja, ihr habt's gesagt, ihr wisst Bescheid, genau. Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir ja wirklich alles hier erforscht, denke ich mal. Wir haben in jedem Haus drin, wenn ich nicht irgendwo was vergessen habe. Wir haben jede Menge Gold gefunden. Wir haben festgestellt, dass die Kirche tatsächlich abgesperrt ist. Und jetzt wird's mal Zeit zu gucken, wie wir in die Kirche reinkommen. Und da war ja dieser winkende Zaunpfahl auf dem Marktplatz. Ja, Kirche abgesperrt, das ist komisch, aber probier's doch mal durch irgendwie die Kneipe und so. Also machen wir das jetzt. Übrigens schon wieder extrem coole Musik. Faszinierend, was hier alles so läuft. Also jetzt ist es gerade, war Kokiri Forest, also, ja, auch schon wieder aus Ocarina of Time, aber egal, kommt sowieso dauernd. Ist aber schon wieder vorbei, ihr habt schon wieder bestanden. Das ist eine riesen Kneipe. Wow. Also die Kneipe ist so groß wie zwei Wohnhäuser. Hier wäre ich gern Wirt. Das hat irgendwie was von einem Kellerloch. Aber einen Wirt haben wir. Ey, Wirt. Irgendwie habe ich mir deine Kneipe von außen größer vorgestellt. Hier mal was zu trinken. Oh, du hast da eine Truhe? Nee. Die Kirche ist... Ich kann es nicht lesen. Du kannst mir nichts zu trinken geben. Okay, aber ich kann doch hier... Die Kirche ist jemand im Gefängnis? Was? Okay, Ach so, jetzt stehe ich hier auf dem Geländer. Ich habe mich gerade gewundert, was hier los ist. Gibt es eine Möglichkeit, das zu lesen? Die Kirche ist zu habe dat den Schlüssel da hält. Was? Ja, tut mir leid. Also jetzt weiß ich echt nicht, was ich machen soll, weil ich kann die Schilder nicht lesen. Gibt's? Nee, das ist nicht möglich, sich irgendwie zu ducken oder so, dass ich da jetzt dran käme. Ulun, wie hast du dir das vorgestellt? Wie soll ich die Schilder lesen? Auf die Tische kann ich nicht draufspringen, weil die sind zu hoch. Die sind 1,5 Felder hoch. Und von da oben aus kann ich es leider nicht sehen, weil irgendwie den Schlüssel hat. Also die Kirche ist zu. Ich habe gehört, dass jemand in der Kirche den Schlüssel hat. Die Schilder musst du irgendwie höher hängen. Auf jeden Fall. Also die sollten dann vielleicht so hängen oder so. Weil das kann ja keiner lesen. Also im Gefängnis. Und wo ist das Gefängnis? Und wo ist eigentlich der Rest von der Kneipe? Ah, das ist noch... Nee, das ist alles ein Raum. Das kommt mir aber von außen viel größer vor als von innen. Faszinierend, wie das täuschen kann. Und ich muss mal sagen, eine extrem armselige Kneipe. Alles nur aus Pflasterstein. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn der Kneipenwirt nicht unbedingt einen Marmorboden hat, weil er erstens das Geld nicht hat und zweitens nicht will, dass die Leute den dreckig und kaputt machen. Aber... Vielleicht wenigstens eine Holzhecke. Und warum ist hier eigentlich kein zweites Stockwerk? Oder. Ja. Okay, es ist vielleicht ein bisschen zu flach für ein zweites Stockwerk. Was weiß ich. Das ist doch auch komisch, diese Ausbuchtung an den Fensternischen. Irritierend. Ja, irritierend. Man könnte vielleicht von Tisch zu Tisch springen dadurch. Oder so. Ist das vielleicht die Absicht dahinter? Dass jetzt hier von. Nee, das funktioniert nicht. Vielleicht durch Rennen? Nee, Quatsch, der ist ja zu hoch. Das wäre jetzt die einzige nachvollziehbare Idee noch gewesen, dass man von Tisch zu Tisch springt und dann von einem dieser Tische aus eben sehen kann, was auf den Schildern steht, aber nö, verstehe ich nicht. Aber okay, im Gefängnis hat irgendjemand den Schlüssel zur Kirche. Vielleicht. Jetzt wäre es nur gut, wenn du mal wüsstest, was das Gefängnis ist und theoretisch muss das Gefängnis irgendein Gebäude sein, das stabil genug ist, Leute drin gefangen zu halten. Das heißt, sowas hier wäre naheliegend, hätte ich mal behauptet. Wobei das jetzt nicht wie ein Gefängnis aussieht. War da nicht noch irgendwo anders so ein großer Klotz? Na toll, jetzt werde ich auch noch angerufen. Ein Gedicht. Alles ist wie immer. Nur schlimmer. Mist. Ja, also, jetzt ist es mal ausnahmsweise nicht mein Telefon, das hier klingelt, sondern irgendein Telefon, für das ich Babysitter spielen muss. Und natürlich klingelt auch dieses Telefon nur, wenn ich gerade mitten in einer Aufnahme bin. Es ist schon normal. Nee, das ist doch kein Gefängnis. Das ist alles nur kein Gefängnis. Das kann es mir nicht erzählen. Das hier ist irgendwie ein Lagerschuppen für die Ausrüstung der Stadtwache oder so. Das hier könnte ein Gefängnis sein, aber das hat ja sonst keinen Eingang, oder? Okay, gucken wir uns mal hier genau um. Vielleicht ist ja irgendwo ein Schalter, eine Geheimtür, irgendwas. Ach, da ist ein... Nee, Quatsch, das ist eine Fensterbank.
Jetzt habe ich schon gedacht, da wäre ein Schalter. Es ist auf dem, auf dem Pflasterstein auch schwer zu sehen, wenn da irgendwo was ist. Nee, also für mich sieht das nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Durchgang nach unten. Aber irgendwo muss ein Durchgang sein für runter, oder nicht? Das sieht da jetzt auch von hier aus nicht so aus, als wäre da irgendwas drin, aber was weiß ich schon. Okay, wo könnte noch ein Gefängnis sein? Wir werden es wohl bald rausfinden, hoffe ich mal. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Dann weiß ich nämlich auch nicht mehr, wie es noch weitergehen soll. Okay. Du bist also alles nur kein Gefängnis. Aber das Ding hier hat unten keine Türen, ne? Nö. Hat's nicht. Nö. Gut. Dann gehen wir jetzt mal noch eine Runde durch die Stadt. Also hier auf dem Marktplatz ist kein Gefängnis. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und das da vorne, ist das die Kirche oder ist das... Oder gehört das nicht mehr zur Kirche? Man weiß es nicht. Aber es sieht eigentlich aus, als würde es zur Kirche gehören. Das ist eine extrem riesige Kirche. Ach so, dann soll das eigentlich nur eine Verzierung vom Kirchturm sein, da oben, die Tesla-Spule oder so. Kann das sein? Bestimmt. Aber wo ist denn hier ein Gefängnis? Draußen stand da ein Schild, da stand Wald und Berge und überhaupt und sowieso. Entschuldigung, kurzer Anfall von Hirntod, der wahrscheinlich länger braucht. Was stand auf den Schildern draußen? Wald, See, neuer See oder Neusee oder was auch immer. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Nun Hilfe! Sag mal was. Ich hab's echt nicht gesehen, aber das da hinten ist der einzige Klotz, den ich mir als Gefängnis vorstellen könnte. Also, gar? Und, nebenbei. Euch kann man nicht öffnen, ne? Es sei denn, es ist ein Schalter da. Aber sonst sehe ich auch keinen Weg, da reinzukommen. Also, warum sollte das Gefängnis auch in der Wand sein? Also, das macht ja auch keinen Sinn. Gucken wir nochmal hier nach. Da steht Wald links, Berge rechts, Neusee geradeaus. Und hier steht Wald rechts, zum See links. Aber kein Wort von irgendeinem Gefängnis. Das überfordert mich jetzt gerade grenzenlos. Und was sehe ich da eigentlich in der Entfernung? Moment mal. Ne, das ist die Mauer. Okay, jetzt habe ich schon gedacht, das wäre ein besonderes Gebäude, aber das scheint es ja nicht zu sein. Houston, wir haben ein Problem. Ein schwerwiegendes Problem. Wo ist das Gefängnis in dieser Stadt? Ich kann es nicht erkennen. Und was so... Warum ist das Fenster hier anders in der Größe als das hier? Das Fenster ist hochkant, die hier sind schräg. Warum? Hat das eine Bedeutung? Warum ist da drinnen eine Ausbuchtung? Und die Ausbuchtung ist definitiv nicht wegen der Gitterstäbe. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Hilfe. Die Tische sind zwar Schalter, aber theoretisch können die nichts bewirken, hätte ich gesagt. Ich meine, ich kann sie alle mal ausprobieren, aber das bringt nichts, ne? Nö. Wäre jetzt ja okay, wenn da irgendwie die Schilder hochfahren würden, dadurch, dass man an den Tisch geht oder so. Das hätte ich eben mal ausprobieren sollen. Oder wenn irgendwas durch diese Schalter passieren würde. Aber es scheint nicht so, als würde irgendwas passieren. Hey Wirt, hilf mir mal die Schilder zu lesen. Die Kirche ist... Ich kann es nicht lesen, das geht mir zu schnell. Die Kirche ist zu. Ich habe gehört, jemand im Gefängnis den Schlüssel hat. Ich habe gehört, dass jemand im Gefängnis den Schlüssel hat. Ja, und wo ist das Gefängnis, Mensch? Hier überall Fledermäuse rumquietschen. Das Gequietsche geht mir irgendwie. Genau. Geht mir irgendwie auf den Sack. Aber da vorne ist ein großer Turm. Das ist die Kirche, aber. Das ist immer noch die Kirche, genau.
Das Quietsch von den Fledermäusen geht mir aus dem Sack, die können sie bei der nächsten Version gleich wieder abschaffen. Sind die für irgendwas gut, Dinger? Nö, nö. Wo könnten hier ein Gefängnis sein? Oder ist es vielleicht außerhalb? Nee. Oder? Zugegebenermaßen, wenn ich irgendwie eine Stadt verwalten würde, dann würde ich auch nicht mitten in der Stadt ein Gefängnis bauen lassen, sondern das eher außerhalb machen. Andererseits gibt es genügend Städte, die ein gutes Beispiel dafür sind, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Also ich meine, in Zweibrücken, ja, eine Stadt irgendwie in der Pfalz, da ist quasi das Gefängnis direkt neben der Berufsschule, könnte man sagen. Weil es eigentlich fast so ist. Also könnte man das nicht nur so sagen, sondern es ist halt mal so. Und, ja, das ist auch mitten in der Stadt, also, warum nicht? Ich bin verzweifelt, sag mir, wo ich hingehen muss. Was ist da drüben? Ist das nicht das Gefängnis, das ist nur eine Mauer, oder? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nö. Ich mach Schluss. Ich verstehe es nicht. Hulun. Okay, gehen wir mal hier außen den Weg ab. Ich will wissen, was hier ist. Weil, klar, die Wand hier, die blockiert mich. Da soll ich nicht lang gehen. Aber was ist da vorne? Darf ich da auch nicht lang gehen? Hat mir keiner gesagt. Ja, ja, ja. Okay, es ist so gebaut, dass ich nicht lang gehen kann. Wir sehen es ja. So hoch könnte ich nicht schwimmen. Ach, hier sind ja außen auch noch Kisten. Die soll ich auch noch einsammeln. Da wird ja immer schöner hier. Ich kann es nicht glauben. Und noch mehr Punkte. Hurra, ich habe schon 60 Punkte. Und meine Karte wird größer und größer. Ich sollte nicht schleichen, sondern rennen. Das wäre eine gute Idee. Und ich habe immer noch kein Gefängnis gefunden. Also, das ist irgendwie nicht so der Erfolg, den ich mir erhofft hatte. Miep. Oh Gott. Ich habe einen Verdacht, der ganz furchtbar schrecklich grausam ist. Und wenn du das gemacht hast, Junge, dann ist hier aber Polen offen, genau. Das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ohne irgendwelche Gewaltandrohungen auszusprechen. Aber denk sie dir einfach, Ulun. Denk dir, dass ich dir Gewalt androhe. Wenn du das gemacht hast, was ich denke, was du gemacht hast, dann gnade dir Gott oder so. Ich weiß nicht. Ja, wir waren in dem großen Gebäude, das ich gesagt habe, das ist eigentlich das einzige Gebäude, das jetzt irgendwie ein Gefängnis sein könnte. Nehmen wir mal an, es wäre das Gefängnis. Und nehmen wir weiter an, dass dann in diesem zweiten Gebäude kein Geheimgang versteckt war, der irgendwo hinführt. Dann bleibt nur noch eine Möglichkeit übrig, ja. Laut Sherlock Holmes, wenn man alle unmöglichen Gegebenheiten ausschließt und nur das betrachtet, was unwahrscheinlich ist, dann muss zwangsläufig das Unwahrscheinliche richtig sein oder so. Ich hab Angst. Ja, das würde nämlich bedeuten, dass in diesem komischen Möchtegern-Gefängnis tatsächlich der Schlüssel versteckt ist zur Kirche und das in Form von irgendetwas, das in irgendeiner Truhe liegt. Und da sind ja zum Glück nur ein, zwei Truhen, ne? Ulun. Moment. Nö, wäre ja auch zu offensichtlich, ne? Nö. Nö. Okay, weiter. Nächste Reihe. Nö. Ja, wenn ihr wollt, dass ich was Intelligenteres sage als nur Nö, dann beschwert euch bei Ulun, er ist schuld. Wehe dir, du hast das so gemacht. Ich meine, okay, es ist blöd, weil ich probiere es trotzdem aus, auch wenn du es nicht so gemacht hast, aber... Genau. War eine klare Aussage, oder? Und überall nichts drin. Und dann kommt irgendwann kommt dann die eine Truhe, in der doch was drin ist. Das wäre echt grausam von dir. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die oben erwischt habe. Jetzt habe ich es erwischt. Gut. Immer noch nichts gefunden. Kann ja nicht sein. Ich glaube, draußen wird es schon wieder dunkel oder so. Nicht. Ach, komm schon.
Ja, jetzt ist ja sogar noch Gold, ist klar, Junge, ja. Ich hab dich auch lieb. Wenn ich gerade Zeit hab oder so. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass man hier die ganzen Truhen durchgucken soll. Da wird man ja nicht mehr fertig. Okay, dann bleibt mir nur noch das, was auf dem oberen Stock ist. Ist hier vielleicht noch was versteckt oder so? Sieht nicht so aus. Hier ist auch kein geheimer Schalter oder irgendwas. Das finde ich sowieso doof. Es gibt ja nicht nur Schalter, Platten und was weiß ich was, es gibt auch Knöpfe. Und diese Knöpfe, auf die man drücken kann, die sind immer irgendwie extrem mickrig in Minecraft und man kann eigentlich gar nicht wirklich die Dinger sehen. 4, 5, also wirklich nur die oberste Ebene fehlt. Ja, je nachdem auf welchem Untergrund die eben sind. Wenn die jetzt auf so einem steinigen Untergrund wären wie hier, dann würde man die nicht wirklich erkennen können. Ich frage mich, was das da eigentlich für ein Material ist. Egal. Fragen wir besser nicht. Nein. 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 Wenn ich das Ganze jetzt hier umsonst gemacht habe, für 5 Goldbarren oder so, ne? Dann reiße ich die Hütte ab. Ohne Werkzeug. Und wenn es Jahre dauert. Habe ich jetzt eigentlich alle durch? Wahrscheinlich schon. Ich bin überzeugt, dass ich jetzt alle durch habe. Und es war nirgends was drin, oder? Also gut, 5 Goldbarren. Wuhu. Ich will. Ich will. Das ist nicht in Ordnung, Leute. Finde ich nicht gut. Ja. Okay, irgendwelche alternativen Vorschläge, was ich noch machen könnte, bevor ich hier komplett verzweifle. Also ich bin gerade ein bisschen ideenlos. Mach mir doch nicht so das Leben schwer, Mensch. Hier ist aber auch wirklich nicht noch irgendwas versteckt, oder? Das ist... ne? Das ist doof. Ach, das ist Holz. Ach, das ist dieses hässliche Tropenholzzeugs von den Mammutbäumen. Okay, das erklärt alles. Okay, gucken wir uns nochmal die Wände ganz genau an. Ob es nicht irgendwo einen geheimen Einstieg gibt oder so. Sieht aber nicht danach aus. Aber du bist das Gefängnis, oder? Weißt du, Ulun, wenn ich jetzt wüsste, dass ich da rein muss, dann würde ich gucken, ob es noch irgendwas in der Nähe gibt, aber... Es kann auch sein, dass ich mich völlig sinnlos am falschen Gebäude die ganze Zeit aufhalte. Und wenn ich die Schilder hier drin lesen könnte, dann würde das auch schon helfen. Ja, würde es bestimmt. Ich kann nicht lesen, was da steht. Gefängnis den Schlüssel hat. Ja. Irgendwas in der Richtung ist schon richtig. Irgendwie Gefängnis und Schlüssel und so. Die Frage ist... Was ist hier das Gefängnis? Wie wäre es, wenn du ein Schild dran hängst? Hallo, ich bin das Gefängnis. Tritt ein, bring Geld da rein und hol dir bei der Gelegenheit den Schlüssel. Jemand im Gefängnis... Übrigens, Gefängnis, wenn ich jetzt nicht gerade völlig neben der Spur bin, schreibt man auch nur mit einem S. Würde ich jetzt mal tippen. Wobei ich auch nicht schreiben kann, aber ich nehme es mal an. Schau im Duden nach. Oder gib's in ein Word-Dokument ein. Das wird ja schon sagen, was richtig ist. Ja. Gut, wunderbar. Ich hab keinen Plan. Okay. Damit hätten wir alles gesehen, was es in der Stadt gibt. Gehen wir wieder nach Hause und schlafen weiter. Nee, wir gehen nicht nach Hause, aber da ich in der Stadt offensichtlich nicht weiter kenne, komme, haben wir jetzt die Wahl, zum Wald zu gehen, in die Berge oder Neusee. Und Neusee hört sich cool an, finde ich. Ja. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal da geradeaus in Richtung Neusee. Übrigens schön gemacht, dieser Trampelpfad hier. Sehr, sehr simpel, aber irgendwie sehr zweckmäßig eben. Ja. Ich sehe Schafe. Und ich könnte meine Karte auspacken.
Wie jetzt? Der ist auf der Karte schon mit eingezeichnet von Anfang an? Das ist ja faszinierend. Jetzt weiß ich auch, was das war. Ich habe gedacht, das wäre mein Haus gewesen, das man da auf der Karte gesehen hat. Aber ist es gar nicht. Das ist dieser See. So, so, so. Okay. Und aus diesem See steigt nun empor die Göttin. In der Hand das goldene Schwert und reicht es mir. Ach nee, das goldene Zepter und sagt: Artus, du sollst fortan König Englands sein. Oder so. Irgendwas in der Art. Ich weiß es nicht. Und dann kommt Monty Python und sagt: Also irgendeine verlogene Wasserzeremonie mit einer wässrigen Hexe ist ja wohl keine Basis für irgendein Regierungssystem. Ja, genau. Oder so der Art. Ja, wer das jetzt alles nicht kannte, den Blödsinn, dann, ja, das war nicht Monty Python. Ist aber egal, der Film ist prinzipiell von Monty Python. Dann schämt euch, wenn ihr den nicht kennt. Da ist doch was unter Wasser, Mensch. Das ist doch ein Krückstock mit einem Blinden. Ja, da ist nämlich noch mehr Wasser. Ich wusste es. Ich hab doch gesagt, da ist was unterm Wasser. Ja, das ist die oberste Schicht Wasser und darunter ist die unterste Schicht Wasser. Yeah. Sagt keiner, dass ich nicht tauchen darf, oder? Ich meine, ich bin auch ein Mensch. Also, ich kann auch tauchen. Vielleicht nicht unbegrenzt, aber ich kann's. Okay, ich soll nicht durch die Bäume mich durchkloppen, also lass ich bleiben. Das sieht auch nicht so aus, als gäbe es hier noch einen anderen Durchgang. Stellt sich die Frage, wofür der See gut ist. Vielleicht ein andermal. Okay, dann gucken wir uns die anderen Gebiete noch an. Mit Turbogang hier. Also, ich bin jetzt wirklich langsam ein bisschen verzweifelt, Ulu. Was hast du da getrieben? Was ist das Gefängnis? Wie komme ich rein? Schreib das nächste Mal ein Schild dran. Ich bin das Gefängnis. Mach mich auf. Da ist eine Truhe versteckt. Aha. Ich sehe dich, Truhe. Ha. Und ich komme sogar nicht dran. Die ist gut versteckt. Das ist Deckbe. Ja, da werden wahrscheinlich noch mehr Truhen unter Bäumen versteckt sein oder so. Fürchte ich, aber die werde ich dann niemals finden, weil ich zu doof bin und mir nicht die Zeit nehme, die ich eigentlich nehmen müsste, weil es ist ein Adventure, verdammt nochmal. Aber ich nehme mir die Zeit trotzdem nicht, ja. Kann man Schilder jetzt auch schräg aufstellen? Das wusste ich gar nicht. See wurde verlegt. Das ist witzig. Zugegeben, das ist witzig. Deshalb also neue See. Okay. Ich hab ein Ei. Ja, ich hab eine Waffe. Yeah. Damit hau ich jetzt alle tot. Kommt her, ich mach euch alle. Hier, Schaf, stirb. Entschuldigung. Wieder mal ein vorübergehender Anfall von Hirntod, den ich ja in letzter Zeit öfters durchleide. Ich gucke jetzt überall schön unter die Bäume, ob da nicht noch irgendwo eine Truhe versteckt ist. Ich bin doof, ich sollte mich nicht damit aufhalten. Okay, hier ist ein Brunnen und hier ist irgendein Bau. Ein Turm oder so. Und da ist ein Haus, wo man drin ist. Ich habe irgendwas gesehen, das sich da bewegt hat. Tempel? Ich nichts kenne Tempel. Was wollen du? Ja. Genau. Ich nichts kenne Tempel. Salü! Warum läuft der von mir weg? Warum läuft der alle von mir weg? Achso, ist... Ah, verdammt, ich habe mein Ei geworfen. Das ist deine Schuld. Moment, wirft die gerade Feuer, wenn ich sie haue? Nö. Hahaha, witzig. Okay, Entschuldigung. Genug mit dem Blödsinn. Hier haben wir irgendwie nichts versteckt, okay. Tempel? Ich kenne keinen Tempel, aber ich habe was im Wald gesehen. Aber ich konnte nichts damit anfangen. Im Wald. Hier ist eine Farm. Das ist schnuckelig. Da kann man sogar reingehen, könnte sich wieder ein Ei holen. Voraus, dass er irgendwo eins liegt. Ich will ein Ei. Gib mir ein Ei. Was seid ihr für Hühner, die keine Eier legen? Ja. Dann eben nicht. Dann an einem anderen Tag. Okay. Der Brunnen. Ich nehme an, das ist ein Brunnen. Warum fehlt hier ein Stück? Hast du da geschlampt, Ulun? Oder willst du da irgendwas mit sagen? Man weiß es nicht. Aha. Komme ich hier jetzt nicht mehr raus? Bitte, ich will. Genau, danke. Ich bin ja nicht sicher, was das jetzt bedeutet. Okay, das hier ist... Eine Hütte halt, ja. Schön. Und das hier ist... Ein Thron? Naja, ich nehme an, hier soll man kacken gehen oder so. Das ist der Kackbalken, der Donnerbalken, genau.
Oder irgendwas in der Richtung. Okay, hier ist sonst nichts mehr, obwohl das eigentlich jetzt hier ein perfektes Versteck gewesen wäre. Leute, ich bin echt überfordert. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch gucken soll. Und mittlerweile muss ich auch, glaube ich, gleich kurz mal eine Aufnahme und Unterbrechung machen, weil langsam frisst es mir hier komplett meine Rechenleistung. Also mein Computer ist, glaube ich, gerade am Sterben oder so. Und das sollte man vielleicht wenigstens noch mal eine Minute oder so Zeit lassen, um sich ein bisschen zu regenerieren. Also würde ich sagen, bevor ich jetzt noch in den Wald gehe und dann wahrscheinlich völlig verzweifelt in die Stadt zurückkehre und mich frage, wie es weitergeht, mache ich nochmal einen kurzen Cut und dann freuen wir uns alle einen Keks, wenn ich wieder da bin oder so. Okay, der Wald ist links rum. Ja, da kann man aber doch nicht durchgehen. Und rechts rum sind Berge. Da müssten wir eigentlich auch hin, aber da kommt man doch auch. Da kommt man doch auch nicht durch. Da geradeaus ist nur der neue See. An der Karte hat sich gar nichts verändert. Wenn ich laut Karte hier lang gehe, das ist das der Weg, ja. Wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich da aber auch keinen Tempel im Wald. Höchstens hinterm Hof? Ich weiß es nicht. Ach Leute, das ist mir alles irgendwie gerade ein bisschen zu kompliziert. Ich würde sagen, machen wir erstmal hier kurz einen Cut. Bis gleich. Ja, und schon bin ich wieder da. Auf ein neues. Gehen wir nochmal in die Richtung hier. Einfach nochmal, um zu überprüfen, ob ich da auf der Karte was gesehen habe oder nicht. Das ist so doof, ne? Weil auf der Karte erkennt man allgemein so viel. So furchtbar viel. Aber damit müssen wir dann wohl leben. Naja. Ich weiß ja nicht. Also das ist doch mein Haus in die Richtung, oder? Und hier ist ein Punkt, aber der sagt mir gar nichts. Hm. Ja, ich habe im Wald was gesehen. Also Superman, aber... was heißt im Wald? Tempel? Ich nix gerne Tempel. Was wollen du? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nichts von dem Tempel. Weil eigentlich war ich noch gar nicht in der Kirche. Aha. Eine geheime Passage. So, so. So wird's gemacht. Ich will ein Ei. Ich will das Ei. Gib mir das Ei. Aber wofür diese geheime Passage hin? In... Führt sie in einen Tempel? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie rausfinden. Eigentlich sollten wir wahrscheinlich noch gar nicht hier sein. Aber weil ich zu doof bin, sind wir es trotzdem. Was sagt denn die Karte? Die sagt, eigentlich die Richtung, wenn überhaupt irgendwas noch da ist. Nee, da ist nirgends was. Oh, was ist denn da? Da ist eine Holzstufe hinterm Baum. Das ist ein Schalter, ne? Den soll ich den benutzen oder nicht? Man weiß es nicht. Hier kann ich jedenfalls nicht mehr weiter. Und ich bin der Meinung, dass der Schalter bestimmt für was gut ist. Ich mach's jetzt trotzdem nicht. Ich hau das jetzt nicht kaputt. Weil ich der Meinung bin, dass das so nicht geplant gewesen sein kann, soll, muss. Ich werde auch dann mal mit Ulun schreiben, sprechen, damit das hier zügig weitergeht und nicht erst, wenn ihr alle Parts bisher gesehen habt, weil ich weiß gar nicht, wie viele Parts das mittlerweile schon sind oder werden, besser gesagt. Also werde ich da nämlich ein bisschen absprechen, damit ich hier vielleicht mit ein bisschen Glück auch weiterfinde. Ja, das Schlimme ist hier bei dem Laub, das ist so dicht, da kann man nicht sehen, ob irgendwo was hinter versteckt ist oder nicht, ne? Also bleibt einem nur alles anzugucken und... Ja, gut. Sackgasse. Ende. Hier war nichts, ne. Nö. Übrigens, das Schaf steht außerhalb vom Gehege. Skandal, das bedeutet, das Gehege war zu klein. Hier hinten dran war ich auch schon, oder? Oh, hier war ich aber noch nicht. Hier war ich definitiv schon. Das wäre echt ein geniales Versteck für egal was. Die Bäume sind so praktisch dafür gewachsen. Ja, also hier war nur die Truhe. Ist mal im Ernst. Wofür ist der Schalter da unter den Bäumen? Ist der Absicht oder ein Versehen? Ich glaube ja nicht dran, dass er ein Versehen ist, aber...
ich wüsste nicht, dass ich irgendwie Blöcke abbauen darf, weil das heißt ja, ich soll nichts bauen oder abbauen oder was auch immer es sein, mir wird das gesagt. Und was ist das hier für ein komisches Kapuff? Ja. Ja, ich weiß, ich mache sehr intelligente Laute und die Unterhaltung, die ich gerade von mir gebe, ist noch intelligenter, aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich bin völlig überfordert mit der Situation. Tut mir nochmal hier drin nach. Tempel? Ich kenne keinen Tempel, aber ich habe was im Wald gesehen. Aber ich konnte nichts damit anfangen. Ich habe im Wald nichts gesehen, oder meinst du die Stufe da hinten? Wenn du die gemeint hast, also nee, die nicht die Stufe, den Schalter, die Druckplatte, dann Schande über dich und dein Haupt, weil da komme ich gar nicht dran, ohne Sachen abzubauen. Und ich soll nichts abbauen, hat's geheißen. Ja. Bäh. Und ich nehme an, er meint nicht den Wald hier. Jetzt habe ich aber wirklich alles erkundet. Warum sieht man auf der Karte von vornherein alles? Wahrscheinlich, weil es Absicht ist. Ich meine, was würde so eine Karte sonst für einen Sinn machen? Wenn stimmt, das ist wirklich ein Argument. Was für einen Sinn würde eine leere Karte machen? Eigentlich keinen. Ist also richtig. Also ist das gesamte Land, das ich benutzen kann, das ich erkunden kann. Und man sieht, hinter dem See gäbe es noch etwas, wenn man dran vorbeikäme. Interessiert mich aber im Moment gar nicht. Mir interessiert, wo das Gefängnis ist. Und wenn ich auf dem Plan hier gucke, kommt dafür eigentlich gar nichts in Frage für ein Gefängnis. Das hier ist eine Kirche. Das ist so eindeutig eine Kirche, wie es nur eine Kirche sein kann. Also, Leute, schön, dieses Adventure mit euch gespielt zu haben. Ich bin der totale Versager, was ich jetzt unter Beweis gestellt habe, denn ich komme absolut nicht damit klar, weil ich eben so unfähig wie eh und je bin. Und ich glaube, an der Stelle muss ich dann wohl einen Cut machen und dann hoffen, dass wir beim nächsten Mal irgendwie des Rätsels Lösung finden. Jaja, hoffentlich. Hoffen wir das Beste. Noch ein kurzer Blick kommen. Irgendwo, irgendwas, bitte. Gönn mir doch was. Ich muss irgendwo was übersehen haben. Nur eine Kleinigkeit. Hier ist nix. Nö. Gut, Leute. Ich kann es nicht ändern. Also, das war The Time Adventure für heute und für den Moment oder so. Ich war euer Nixan und ich sage euch, ciao Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.